Oh, ich bin unverwundbar. Töte ihn! Ich töte, ich halt drauf. Sorry. Ja, ich hatte noch Maschinengewehr, dann ist das eine gute Kombination, ne? Oh nein, der Bourbon-Typ. Ja. Here we go now, ich fang mal an mit Bomben. Bomben? Ey, wir bomben dir was? Hey, ach, ich hatte keine Bombe mehr, shit, ich hab grad gedacht. Dann auf ihn. Oh Gott. Wir schaffen ihn. Oh Mist! Der kann mal reinspringen. Shit! Du musst es alleine bewerkstelligen. Na, vielen Dank auch. Da bin ich auch gerade reingesprungen. Bourbon-Typ. Der sieht ein bisschen aus wie jemand, den ich kenne. Ja. Er sieht auch ein bisschen aus wie Dustin Hoffman in Hook, ne? Findest du nicht? So, ja, da ist eine gewisse Ähnlichkeit von. Fand ich toll, die Rolle von ihm. Oh, jetzt kommt er da auch noch. Nur der hatte keine Sonnenbrille. Rufio. 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 Ich glaube nicht an. Nee, ich glaube nicht an Feen. Du hast ihn geschafft? Wie? Unglaublich. Ich wollte gerade singen. Jetzt steht er wieder auf. Be prepared to fight again, kid. Darn it. Heißt es nicht damn it? Oh je. Yeah. Cool. Du hast das Spiel durchgespielt. Ist es echt schon vorbei? Ich hoffe. Ja, die Bäcker. Hinten fliegt er. Und die Bäckerfaust in den Himmel. Wieso kriege ich jetzt... Jetzt kriege ich wahrscheinlich 50 Leben, die ich alle nicht mehr brauche. Ja, genau. Und du darfst noch eine Bonusrunde machen. Mir wurde das Leben gerade wieder abgezogen und auf als Bonuspunkte angerechnet. Wie geil. Ja, das war's. Gibt's ja gar nicht. Krass. Also auf Easy war er beim letzten Mal irgendwie schwerer. Ja, mich hat er ja immerhin noch gekillt. Nee, das war die Flamme, war das. Sauerei. Ja, wir haben es geschafft. Ich glaub's ja nicht. Vielmehr du hast geschafft. Du hast 4 Welten, glaube ich. Und ich habe eine gemacht. Gemeinsam, weiß ich nicht, die erste haben wir gemeinsam geschafft. Ich will ja jetzt nicht angeben, aber irgendwie bin ich gerade stolz auf mich. Ja, das kann's da auch sein. Oh Gott, das gibt jetzt wieder Kommentare. Nö, wieso? Die schreiben nur alle, ja, Steffi, lust gerne mal ab. Nee. Ach, wieso? Siehe da, Quinn Duck. Dir verzeiht man sowas ja noch. Ja, das sagt man sich immer noch, ach, das ist ja eine Frau, ne? Die kann's nicht besser. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich habe einen Frauenbonus. Fragt sich nur, wie lange noch. Oh, guck mal. Wer ist denn da so viel vorn? Oh, nur 4 Sekunden. Wie soll ich da denn den Namen eingeben? Ich nenne mich Kaff. So. Franz Kafka? Keine Ahnung. Wow, also jetzt haben wir es echt, das war schon krass, oder? Aber holla die Waldfee. Wenn ich mir krass jetzt mal meine Hände angucke. Oh. Ja, total schwitzig. Dann auch noch mit dem ollen Klimte, ich glaub's nicht. Na, wenigstens ist einer noch schlechter wie ich, den ich nicht kenne da. Das baut auf. Der hat wahrscheinlich 3 Wochen trainiert, bis er auf den 5. Rang da gekommen ist. Da ist die Story. Mist, die haben wir vergessen zu zeigen. Ja. Das war's auch schon mit der Story. Clint sagt, die Typen sind verdammt hart und Annie fragt ihn, ob er Angst hat. Episch. Epische Dialoge sowieso und die Handlung, die ist pädagogisch wertvoll und echt krass. Also, das Spiel macht Spaß. Auf jeden Fall. Ja. Ist nicht ganz leicht, aber es macht Spaß. Ja. Das ist so. Yeah. Oh, da ist wieder die Rangliste. NSN.
NSN. NESN. Ja, dann. Das sind bestimmt die Nintendo-System-Nerds. Die haben es nur so bis. Was gibt's? Ja, die haben es nur bis auf Platz 5 geschafft. Und wieso ist der eigentlich. Hast du schon. Gab's Rot als Wahlfarbe eigentlich? Weiß ich nicht. Rot. Doch, den gab's beim Clint, gab's glaube ich Rot, aber bei der Annie nicht. Die hatte doch gerade nicht Rot an, oder? Nee, die hatte überhaupt kein Rot, oder? Und er hat Rot und Lila und. Weiß ich nicht. Die lila Kuh. Ja. Okay, dann entlassen wir euch mit gucken. Ja. Wir haben das Spiel durchgespielt, das heißt, Schein hat es durchgespielt. Ich habe es Gast kommentiert. Dass man auch immer einen so in Verlegenheit bringen muss. Nee, das ist nicht wahr. In Wirklichkeit hat Steffi gespielt, weil ich kann doch nicht gleichzeitig spielen und reden. Ich kann doch kein Multitasking. Ich auch nicht. Du bist eine Frau, du musst das können. Bin ich wirklich eine Frau? Jetzt führen die schon Selbstgespräche, oder? Hey, Bro. Erinnert mich irgendwie an diese alte Marlboro-Werbung da. Ja, der Marlboro-Mann ist dann an Lungenkrebs gestorben, ne? Ich glaub's auch. Okay. Okay, dann machen wir mal Schluss und sagen Danke an alle fürs Zugucken, Mitleiden, Nichtleiden, schlecht bewerten und so weiter. Ja, wünsche euch noch einen schönen Sonnentag. Das war jetzt echt doppeldeutig, oder? Magst du auch noch was sagen? Jo, ich sag tschüss und ihr wisst schon, welche zwei Worte folgen. Bis dann. Ciao.